Schaffst du es, dieses Video bis zum Ende zu gucken, ohne mitzufühlen, ohne irgendwie dir zu denken, so, oh Mann, mein Herz geht auf. Das ist wahre Liebe, Mann. Schaffst du das? Ich wette 5 Euro, du schaffst es nicht bis zum Ende. Denn, Ladies and Gentlemen, wir gucken uns heute absolut mitfühlende Clips an von Babys, von Tieren, von egal was. Und ihr dürft nicht ansatzweise irgendwie so, oh, mitfühlen, oh nein, traurig, oh, voll schön. Also dürft ihr nicht, okay? Verboten. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da runter. Falls ihr neu seid, abonniert jetzt den Kanal, um eine absolute Legende zu werden. Kostenlos, werde Teil der Marki Army, stärkste Army der Welt. Bitte helft mir, die 2 Millionen Abos irgendwann voll zu machen, Bro. Komm schon, fühlt doch auch mit mir ein bisschen, Mann. Ich muss doch auch Brot nach Hause. Bro, ich verstehe immer nicht. Okay, da geht's jetzt um Tiere, süß, oh mein Gott, Menschen retten Tiere und sowas, Bro. Und da kommt irgend so eine Dance-House-Musik, Bro, wo man einfach so am Upraven ist. So. Hä? Digga, das passt doch nicht, Mann. Okay, komm, also. Ich bleib cool. Wir dürfen nicht mitfühlen. Denkt dran, wir machen eine Challenge hier. Auch wegen, ach, deswegen ist die Musik da, weil sonst fühlen wir mit Dancen und so. 2 Männer in Kanada schwammen durch die Fluten, um einen gestrandeten Fuchs zu retten und setzten dafür sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel. Ich fühle nicht mit, alles cool. Alles cool, super, super. Ahoi Matrosen. Chinesische Forscher benutzen Panda-Kostüme, um die Integration zu erleichtern. Was? Oh mein Gott, wie ist ja? Nix. Gar nix. Bro, oh mein Gott, wie süß sind die zwei. Ich habe nichts gesagt. Wir haben einen Babydelfin und einen Pinguin und ich habe keine Ahnung, warum die zwei in dem Pool sind. Ein Mann rettet gestrandete Katzen während den Fluten in Cuttack City, Indien. Boah, Bro, oh mein Gott, was ein großes Herz kann man haben. Konntest du schon mal einem Tier helfen? Jetzt seid ihr ready? Meine Damen und Herren, ich möchte, dass ihr bitte jetzt aufsteht. Ich erzähle euch jetzt die weltrettende Maki-Rettet-Tiere-Story. Und die ist wirklich echt passiert. Fresh. Ich bin nach draußen gegangen, früher, wo ich früher gewohnt habe, ja. Und bin nach draußen gegangen und dann habe ich so ein Bzzz gehört. Und ich dachte mir so, was geht jetzt ab, ne? Ich laufe also dann so dahinter und da war so ein Baum. Und da hing so eine Blüte runter. Und ich schaue so in diese Blüte rein. Bro, da hängt eine Hummel. Und das ist die größte Hummel, die ich je gesehen habe. Digga, die hängt da und die hat ihre beiden Beine in diese Rose oder so verfangen. Und die hängt kopfüber und die kommt nicht mehr weg. Die hängt da und macht Bzzz und hängt fest und reißt sich fast alles ab, so wisst ihr? Bro, und dann kam ich, nehme so ein Holzstückchen und tu da so ein bisschen rum und tu die ein bisschen hier und da und das war nicht so easy, das war Fingerspitzengefühl, ja? Ich gehe rein und irgendwann habe ich die losbekommen, die Hummel fliegt weg, Bro. Und mir fällt jetzt gerade auf, wie absolut lost diese Story ist, Bro. Ich dachte auch, ich habe jetzt 5 Löwenbabys irgendwo im Käfig in Südafrika gerettet, oder? Mann, was ist mit mir los, Alter, jetzt? Der Babybär mit einem Plastikbecher auf dem Kopf verwendete seine letzte Kraft, um zu einigen Menschen zu schwimmen. Das Wasser hatte bereits damit begonnen, die Flasche zu füllen. Und die Menschen hatten wenig Zeit zu helfen. Wow. Wow. Ich habe kein Mitgefühl. Selbst ein Vogel, der so mächtig wie ein Adler ist, kann den tödlichen Griff einer Schlange nicht abwehren. Das Einzige, was er tun konnte, war auf die Straße zu gehen und zu hoffen, dass Menschen zur Rettung kommen würden. Und das war die richtige Entscheidung. Er macht noch so. Habt ihr im Schatten gesehen? Er ist der einzige Dude. Er gibt sich selber Applaus, Bro. Er ist so selbst davon fasziniert. So, hä? Boah, habe ich gerade wirklich eine Schlange angepackt und von einem Adler runtergezogen? Ach komm. Und klatscht erstmal für sich selber, Dicker. Also ich stelle euch jetzt mal eine Frage und ich will eine ehrliche Antwort. Wenn ihr einen Adler vor euch seht und eine Schlange hat sich um den rumgewickelt und die kämpfen am Boden, würdet ihr euch trauen, die Schlange zu packen und den Adler zu retten? Bro, ich weiß nicht. Was, wenn die Schlange halt, du packst ihn und auf einmal geht die halt auf dich los? So, und beißt dich, Bro. Dann hast du den Salat. Ab ins Krankenhaus, Kopfschmerzen, hier, da, der ganze Müllmann. Dann hast du den Salat. Aber Ehrenbruder Adler darf natürlich auch nicht leiden. Also, Bro, was macht man da? Alter Schwede, ich habe keinen Plan. Andererseits auch unfair für die Schlange. Die hat sich so richtig einen Snack geholt, dachte sich, ich hab's endlich geschafft, Mann. Dann wird der Adler weggezogen. Die so, bruh. Menschen. Menschen, wieso seid ihr so? Nachdem ein Damm geschlossen worden war, stolperte dieser Mann auf einen erschöpften Hirsch am Grund des Sees. Er organisierte sofort eine Rettungsmission. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So sieht echte menschliche Güte aus. Oh mein Gott, wie süß. Alter. Mein Herz, wie der nuckelt. Oh mein Gott. Der ist so safe, so dankbar gerade. Dieser 8 Meter, 15 Tonnen Wal. Okay, egal, ich hatte mit Blessing, diese Menschen. Diese Jungs sahen ein verheißtes Reh, aber sie hatten keine Ahnung, wie ernst es eigentlich war. Ich fühle nicht mit. Er konnte weder Augen noch Mund öffnen. Sogar die Ohren waren mit Schnee. Oh mein Gott! Ohne die Hilfe der Menschen wäre dieses arme Ding einfach verhungert. Digga, das. Wie passiert denn sowas? Okay, pass auf, ich weiß wie.
Das ist bestimmt so passiert, dass das irgendwie, keine Ahnung, in ein Wasserbecken gefallen ist. Safe, ja, 100%, da war irgendwo Wasser. Irgendwo ist was eingebrochen gewesen oder im Fluss, Meer, was weiß ich was. Und es hat was getrunken oder ist da aus Versehen reingejumpt. Vielleicht ist auch der Boden unter dem Ding weggebrochen und es ist reingeflogen. Ist rausgegangen und dadurch, dass es da so kalt ist, ist das alles angefroren. Und Augen sind zugefroren, der Mund ist zugefroren. Imagine einfach mal, euch passiert sowas, Alter. Ihr könnt eure Augen nicht aufmachen, eure euren Ohren hört ihr nichts. Mund geht nicht auf, nichts geht auf, Alter. Und dann kommt irgend so eine andere Kreatur und rettet euch, Bro, Alter. Aber wir sind ja für die, die wissen ja nicht, wir sind Menschen. Ah, okay, alles cool, danke. Yeah. Herbert, sehen wir uns morgen, trinken mal Bierle, oder? Bayern spielt morgen, gell? Ein Radfahrer bemerkte einen Vogel, der wegen der extremen Hitze die Straße nicht überqueren konnte. Oh nein. Manchmal reicht schon ein Schluck Wasser aus, um Leben zu retten. Oh. Wie süß. Ah, nicht mitfühlen, Mann. Das gibt's doch nicht. Der Werfer fing sich in einer Radfalle und versuchte verzweifelt, sich zu befreien. Aber in seiner Panik verletzte er sich selbst nur noch mehr. Ey, um dem Bären helfen zu können, musste er zunächst zu seiner eigenen Sicherheit und der der Retter betäubt werden. Oh nein. Vor allem, der kriegt dann noch mehr Panik, weil er denkt, ey, jetzt wird er abgeschossen. So, jetzt passiert was Schlimmes, aber die helfen ihm ja nur. Aber wenigstens wacht er auf. Und dann alles ein schön. Ein winziges Kalb war am Ufer eines Flusses gefangen. Oh mein Gott! Es war nur eine Frage der Zeit, bis es keine Energie mehr hatte und auf den Grund sank. Wieso ist es da reingejumpt? Entschied sich dieser Mann, Wow. Sein Leben zu riskieren, um das Tier zu retten. Bro, der ist aber da auch unabsichtlich reingeslidet. Da kannst du sagen, was du willst. Der hatte nicht diesen Slide vor. Wow, die haben es einfach gerettet. Oh mein Gott, Bro! Also, Digga, also guck mal, Leute, jetzt im Video sieht das cool aus, so wow, der hat's gemacht, aber jetzt stellt euch mal die Situation in echt vor. Da ist irgendein Schaf, Kalb oder sonstiges oder so, das fliegt da rein ins Wasser und der Typ slidet von oben runter, ohne ein Regret, slidet da runter, haut sich fast selber an, springt ins Wasser rein, wo die höchsten Wellen sind, wo er selber auch ertrinken könnte und zieht irgendwie dieses Tier noch mit raus. Wie um alles in der Welt. Wow! Digga, also das sind wirklich Real-Life-Helden. Das sind absolute Real-Life-Helden, weil einfach, wenn ihr euch vorstellt, so, ey, ihr würdet das sehen, 90% der Menschen würden nichts machen, weil ist ja okay, wir haben Schiss, so, wisst ihr, so, ey. Die richtige Tat ist das, was er gemacht hat, aber du riskierst dein eigenes Leben. Das ist schon heftig. Diese Katze war so durstig, dass sie die Passanten im Park anbettelte, den Brunnen einzuschalten. Gut, dass es immer noch gute Menschen gibt. Lol. Dieser Adler hatte seinen Flügel verletzt und konnte weder abheben noch aus dem Wasser steigen. Glücklicherweise kamen diese Leute zur Hilfe. Sie hatten keine Ahnung, dass sie gerade eine seltene bedrohte Spezies gerettet hatten. Was? Wow. Das ist Mr. Stubbs. Bro, ich kann nicht mehr mitgefühlt sein. Verlor, als er von Tierschmugglern transportiert wurde. Mit Hilfe von 3D-Technologie konnten Ingenieure einen neuen Schwanz erstellen. Was? Und jetzt kann er wieder schwimmen. Was? Oh mein Gott, wie cool. Wie cool. Wie cool. Wie cool. Ey, Bro, also glaubt ihr, wenn man bei Krokodilen einen Schwanz hinprinten kann mit einem 3D-Printer, dass man dann auch bei Menschen... Bitte, was? Gut, meine Damen und Herren, da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Ich wollte nämlich gerade sagen, danke, dass ihr zuguckt. Heute ist schönes Wetter und wir schauen den nächsten Clip an. Diese Frau ist so furchtlos, dass sie beschlossen hat, einer Schlange, die vor Durst starb, einen Trink zu geben. Versucht das nicht zu Hause. Und wenn ihr noch nie eine Schlange trinken gesehen habt, diese Szene bricht mir einfach das Herz. Der arme Hund landete auf einer Eisscholle. Hä, wie kommt der da drauf? So nahe war, hat er einfach seinen Untergang akzeptiert. Aber dieser Mann sprang direkt vom Schiff in das eisige Wasser. Kann mir jemand erklären, wie der Doggo auf dieses Stück Eis gekommen ist? Bro, also entweder der ist... Also der lebt doch nicht irgendwo im Eis, lebt doch nicht ein Hund so alleine, so wisst ihr? Also keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der außen halt rumgelaufen und dann irgendwie auf einem Stück Eis und dann ist er halt dahin getrieben, so. Aber andererseits, Bro, wo ist dann sein Herrchen, sein Frauchen oder so? Okay, gut, wenn das da irgendwie jetzt so ein Hund ist, der da alleine rumlebt oder so ein Straßenhund oder so, Bro, der lebt doch da nicht mitten im Schnee, oder? Also ganz komisches Szenario. Absoluter Held, der den da rausgeholt hat. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Habt ihr es geschafft oder habt ihr es nicht geschafft? Hier kriegt jetzt eure 5 Euro, wenn ihr es geschafft habt. Okay, nimm einfach, okay? Nimm doch. Klick hier aufs letzte Video auch noch. Nimm, komm. Nimm. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Guten Appetit.